Unser bäuerliches Saatgut ist uns abhanden gekommen. Uns Bauern und Multiplikatorinnen beschäftigt heute, wie wichtig es ist, unser bäuerliches Saatgut zurückzugewinnen. Heute kennen die Kinder unser regionales Saatgut nicht mehr. Sie denken, dass dieser Mais, dieses Saatgut von unseren Vorfahren sei. Aber das stimmt nicht. Wir dachten zuerst, das sei nur ein Problem in Mosambik. Aber letztlich ist es ein weltweites Problem. Wir haben uns in unserer Bauernorganisation zusammengeschlossen, um gemeinsam gegen den Hunger zu kämpfen. Wir wollen die bäuerlichen Pflanzensorten wiedergewinnen und für die Zukunft erhalten. Und das bäuerliche Saatgut an die lokale Bevölkerung verteilen. Wir müssen umdenken und zu unseren traditionellen Nahrungsmitteln zurückkehren. Wir pflanzen verschiedene bäuerliche Manioksorten. Denn die neuen Sorten kochen zwar rasch, lassen sich aber nur schlecht lagern und verderben schnell. Die bäuerlichen Manioksorten lassen sich viel länger lagern und werden nicht so schnell von Parasiten befallen. Die erste Maniok-Ernte verteilen wir gegen den Hunger an die Mitglieder der Bauernorganisation. Danach verteilen wir unseren Maniok auch an die übrige Bevölkerung, damit wir hier in der Gegend genug Maniok zum Essen haben. Das lokale bäuerliche Saatgut ist wegen des Krieges Anfang der 1990er Jahre verschwunden. Die Menschen sind damals geflohen und sie konnten ihr Saatgut nicht mitnehmen. Danach brachte die Regierung Nahrungsmittelhilfe. Das war eine Gelegenheit, die internationale Saatgutkonzerne genutzt haben, um Hybrid-Saatgut zu verteilen. Die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen sahen dann selbst, dass das Hybrid-Saatgut Probleme mit sich brachte, sowohl beim Anbau als auch bei der Ernährung. Hier sehen wir die Notwendigkeit, wieder zum bäuerlichen Saatgut zurückzukehren, über das die Bauern und Bäuerinnen selbst die Kontrolle haben. Im Vergleich mit dem hybriden Saatgut ist das bäuerliche Saatgut weniger anfällig gegenüber Schädlingen. Der Ertrag ist höher und auch die Lagerung gelingt besser. Nach der Ernte bleibt den Bauern und Bäuerinnen ausreichend Saatgut für die nächste Aussaat. Para produção na campanha seguinte. Desenhou-se Programm. Gemeinsam mit der mosambikanischen Kleinbauernorganisation UNAC haben wir ein Programm entwickelt, in dem wir Felder für die Vervielfältigung von Saatgut angelegt haben. Nicht nur für Mais, sondern auch für Süßkartoffeln und Maniok. Das Saatgut, das wir schon wieder gewinnen konnten, wird in einer Saatgutbank gelagert. Das ist ein von uns errichtetes spezielles Lager für Saatgut. Ein Teil davon wird an die Mitglieder der Bauernorganisation verteilt. Der andere Teil wird zur Reinzüchtung des Saatgutes verwendet. Hierfür pflanzen und vervielfältigen wir dieses Saatgut über 3 Aussaatzyklen und erhalten so samenfestes Saatgut. Dieses Saatgut können wir dann an andere Bauern und Bäuerinnen verkaufen. Sie können das samenfeste Saatgut dann in ihren Gemeinden weiter vervielfältigen. Einer der wichtigsten Grundsätze, den die Landbevölkerung verteidigt, ist die Ernährungssouveränität. Die UNAC ist die nationale Bauernbewegung, die die Interessen der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen vertritt. Für uns als UNAC bedeutet Ernährungssouveränität die Kontrolle über Ressourcen und über ihre Verwendung. Wir reden hier von natürlichen Ressourcen wie Wasser, Land und Saatgut und auch die Kontrolle über die Erzeugung selbst. In letzter Zeit richtet sich die mosambikanische Landwirtschaftspolitik vor allem auf Monokulturen und bedient die Interessen des Agrobusiness. Auf diese Weise kommt auch Hybridsaatgut ins Land, das die Lebensgrundlage der Bauern und Bäuerinnen zerstört. Die Erhaltung und die Kontrolle über das Saatgut. Da conservação da semente, a questão do controle da semente. Bäuerliches Saatgut wiederzugewinnen ist nicht einfach. Es ist nicht nur ein technischer Vorgang, sondern vor allem auch ein politischer Akt. Aufgrund der Erfahrung, die wir in der UNAC mit der Wiedergewinnung unseres Saatguts haben, sind wir uns sicher, dass wir das Szenario umkehren können. Dass Bauern und Bäuerinnen ihr Saatgut selbst kontrollieren und selbst vermarkten können. Es ist möglich, bäuerliches Saatgut auf der ganzen Welt zu erhalten.
Wir haben kein Mai. Ja, das hat die Hammer.